Hello guys, ich habe mir mal kurz die Erlaubnis geholt von einem meiner Kunden, Cyberlight, und dass ich jetzt quasi seinen Account hier nutze, und um mir mal zu zeigen, welche Power hier die Kombination hat, Custom Fields, ja, was es überhaupt ist für die ganz Anfänger, die noch ganz am Anfang stehen, bezüglich CRM und Pipedrive. Und die Kombination Custom Fields, die wir jetzt gleich hier einstellen werden, und Workflow Automation, Automatisierung, ja, auf Deutsch. Also, wir haben jetzt hier die Datenfelder, nennt sich auf Deutsch Datenfelder, Custom Fields. Und hier kann man beliebig viele Fields, es sind ja schon eine vorgegeben, eine sogenannte System-Fields, die kann man auch nicht wegmachen in der Regel. Und dann gibt es halt hier eben zum Beispiel zusätzliche Fields, ja, die man einfach hier, je nachdem, welches Paket du hast. Wir haben jetzt hier quasi mit dem Paket, das ist jetzt das Professional-Paket, bis zu 1000 genutzbare, benutzerdefinierte Felder, Datenfelder können wir hier erzeugen. Wir haben erst 22, also massiv, ja. Das Enterprise-Paket ist um 99 Euro oder 90 Euro oder irgendwie sowas, also knapp unter 100. Lohnt sich auf alle Fälle. Du kriegst dann noch extra so hast verschiedene Support-Features und verschiedene Sicherheits-Features on top. Ist auch das Höchste, was du kaufen kannst bei Pipedrive. Also über 100 Euro gibt es gar keine Möglichkeit, auch Geld auszugeben pro User natürlich. Deswegen finde ich auch Pipedrive insbesondere für die IT-Gründer und Anfänger quasi im Unternehmertum, wenn die noch am Anfang stehen und so weiter. Einfach auch die beste Lösung preis-leistungsmäßig, ne? Also, wenn du das mal austesten möchtest, findest du hier unter dem Video das Link, beziehungsweise über dem Video, je nachdem, wo du das Video eben gerade siehst, ne? Auf LinkedIn, auf Facebook oder wo auch immer, oder eben auf YouTube oder TikTok oder Twitter, ja? Ich verstreue meine Videos natürlich, logischerweise. Und hier sehen wir zum Beispiel, hier können wir ganz zum Beispiel sagen, okay. Wir können jetzt sagen, ich habe hier eine Custom Automation. Genau. Was wir hier zum Beispiel gemacht haben, Berufsbezeichnung. Wir holen uns, das ist jetzt nicht Teil dieses Videos, über eine Automation, also eine Automatisierung, holen wir uns Interessenten, ja, oder Prospects über eine Kampagne, über eine LinkedIn-Kampagne, wo wir gleichzeitig, also mehr oder weniger automatisch, die Berufsbezeichnung, das ist also der Jobtitel oder Jobtitel auch genannt, zu Deutsch Berufsbezeichnung, eingetragen wird, ja, in dieses Customer Field. Ja, also wir machen hier mal kurz ein Beispiel. Ja, hier irgendwie. Hier, Berufsbezeichnung, ne? Das ist jetzt in dem Fall leer. Und dann haben wir hier gesagt, okay, jedes Mal, wenn in der Berufsbezeichnung das Wort CIO ist, ja, also Chief Information Officer, wird automatisch ein Workflow ausgelöst. Und das ist hier zum Beispiel, wo haben wir denn jetzt? Diese Workflows. Sorry guys, ich war aus Versehen im falschen Account. Das ist ja der Josef Seibel Account. Man sieht es hier oben bei Josef Seibel. Work Automation und Workflows. Und hier sehe ich eben zum Beispiel dieser Workflow. Jedes Mal, wenn eine neue Person, ja, erstellt wird, Kontaktperson, enthält dieses Kürzel. Das ist jetzt zum Beispiel hier ein anderes Tool. Ja, dann wird hier automatisch eine E-Mail versendet. Ja. Und das ist natürlich genau hier das Gleiche. Und dann noch gleichzeitig eine Aktivität für den ersten Aufnahmecall zugewiesen an Sebastian Waldemar. Das ist jetzt in dem Fall ein Mitarbeiter von mir. Okay, also das ist halt die absolute Power bei Pipedrive, dass du einfach für so wenig Geld hier Workflows bauen kannst, wo du quasi, wenn du jetzt mal bei HubSpot ganz kurz mal schaust. HubSpot-Preise. Ich vergleiche mal gerne die zwei, weil die halt mit Close.io am meisten genutzt werden. Bei Close.io verstehe ich nicht, warum Leute Close.io nutzen, weil die einfach, ja, also
nie im Leben so viele Anbindungsmöglichkeiten haben. Hier siehst du jetzt nochmal im Vergleich zu HubSpot. Wenn ich jetzt halt genau auch solche Workflows hier machen sollte, die mir eine immense Zeitersparnis bringen, ja. Ich werde noch in weiteren Videos nochmal ein bisschen anteasern, was da noch alles möglich ist, aber für genaueres eben bei mir einfach einen Kontakt aufnehmen, am besten individuell beraten lassen. Hier siehst du 41 Euro im Monat, ja. Das geht ja noch, aber dann sind wir schon auf 400 Euro im Monat bei dem CRM. Und was kriege ich hier bei dem Paket, beim Professional-Paket? Wo haben wir es denn jetzt wieder? Hier Automations. Ja, bling, 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 geht schon wieder los mit der ganzen Scheiße hier. Mein Gott, das kotzt mich immer an. Wo ist es, wo steht jetzt der Kack? Alle Funktionen zeigen. Okay, super. Geil. Wo steht jetzt der Kack mit dem Workflows? Leck mich am Arsch. Workflows, da ist es ja. Sales Automation, Workflows. Okay, bis zu 300 vollständig anpassbare Workflows, einschließlich bla bla. Aber dafür musst du halt Professional kaufen. Okay, das ist ja auch sehr schön versteckt, ja, by the way, ja. Sodass letztendlich die Leute immer erstmal das hier kaufen, den Starter, da schon ihre Daten reinladen und sich einen Haufen Arbeit machen und so weiter und dann irgendwann feststellen hinterher, oh, ich kann ja gar keine Workflows machen. Also so simple Workflows wie hier bei HubSpot, ne? Einfach nur, ich kriege jetzt hier einen neuen Kontakt, der fällt zu dieser Firma oder hat diese Berufsbezeichnung oder whatever. Und es wird automatisch eine E-Mail versendet und automatisch eine Wiedervorlage gebildet. Ja? So eine simple Workflow kann ich da schon erst, muss ich hier schon mal mindestens 5 Lizenzen abkaufen. Im Grunde ist ja HubSpot jetzt nicht teurer, als wie wenn ich jetzt je nach Lizenzen gehe. Das, was HubSpot hier so verdammt teuer macht, ist, dass ich, deshalb HubSpot sagt, ey, ich kann hier nicht rund unter 5 Nutzerlizenzen. Also wenn ich jetzt nur 2 Nutzer bräuchte, könnte ich gar nicht kaufen. Ja? Im Professional, wo der Workflow mit dabei ist. Ja, also das heißt, für eben diese vielen, vielen kleinen Softwareentwickler, Agentur, Dienstleister, Inhaber, Coaches, was auch immer, alles Berater, ja, die können ja gar nicht, die haben gar nicht die Option, die geilen Features hier für nur ein, zwei, drei User zu kaufen, ja, wo sie dann halt nur 100 oder 200 Euro zahlen würden. Nein, sie müssen sofort ins Höhere. Mindestens doppelt so viel, ja. Und das ist halt immer das, wo ich mir sage, dieser Jump halt sofort auf 500 Euro, na, also wenn du das jetzt ja quasi monatlich zahlen würdest, wären es fast 500 Euro, ist halt, und dann geht es natürlich auch schnell nach oben, ist halt quasi, ja, so eine kleine Hürde, wo halt einfach auch meiner Meinung nach auch HubSpot viel Geld liegen lässt, ja. Ich verstehe die Preisstrategie dahinter jetzt nicht so hundertprozentig, außer dass man halt so Sachen wie, vorhin habe ich auch gerade rumgeflucht, eben diese Sachen wie, was ist da jetzt eigentlich hier drin, was da nicht drin ist, im Professional und Starter, dass man da erst lange rumsuchen muss und die meisten das wahrscheinlich gar nicht checken, ja, weil es ist ja sogar so, dass man da kostenlos, das ist ja auch der Trick an dem Ganzen, das ist ja eines der aller ganz wenigen Enterprise CRM, ich glaube, das einzigste überhaupt CRM Enterprise, wo du quasi, wo ganz transparent und offen kommuniziert wird, ihr könnt euch hier das CRM kostenlos holen, kostenlos. Und du kannst damit eben nicht viel machen, ja. Und 5 Snippets, das ist also quasi fertige Snippets, das werde ich jetzt hier nicht weiter ausführen, was es ist, die sind sehr hilfreich. Kannst du per Mausklick zum Beispiel einfach irgendwelche Texte, Notizen hinterlassen, wie zum Beispiel war nicht da, Anrufbeantworter, Nachricht hinterlassen, bla bla. Das ist top geil. Das hat zum Beispiel Pipedrive nicht. Das ist eines der wenigen Dinge, die Pipedrive aktuell, glaube ich, nicht hat. Aber ansonsten, ja, auf jeden Fall eine geile Sache mit den Workflows bei Pipedrive. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich deine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber
nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen.